Das sieht doch lecker aus, oder? Der Döner ist wohl das beliebteste Fastfood der Deutschen. Über 16.000 Dönerbuden gibt es in Deutschland. Aber jetzt kommt es. Afni, hast du es mal da? Dankeschön. Jetzt kommt die Revolution. Dönersuppe aus der Dose. Wie das funktionieren soll, das sehen Sie jetzt. Leckeres, knuspriges Dönerfleisch in einer Suppe? Statt Knoblauch und Schaf einfach braune Soße? Warm machen statt grillen? Wer kommt denn auf so eine absurde Idee? Bitte schön. Döner, Suppe in der Dose. Dann doch lieber Pilzvergiftung, oder? Wenn 1 Million Dosen verkauft werden, na, das ist so mein persönliches Ziel. Hinter der Idee steckt Steffen Hübner. Er hat 6 Jahre an der Rezeptur für seinen Dönertopf gearbeitet. Heute geht es endlich los. 15.000 Büchsen lässt er bei einem Feinkostproduzenten aus dem Harz herstellen. 750 Kilogramm Dönerfleisch stehen für die Abfüllung bereit. Heute ist der große Tag. Du wirst sehen, dass ich Gänsehaut habe, wo ich hier stehe. Können wir leider nicht zeigen. Ja. Aber es ist natürlich für mich ein ganz großer Moment, ja, worauf man hinarbeitet. Wenn man dann auch feststellt, dass eine Idee nicht im Mülleimer landet, sondern umgesetzt wird. Tomaten, Mais und natürlich Zwiebeln kommen in den Dönertopf. Wie beim richtigen Döner. Und Weißkraut. Statt Fladenbrot gibt es als Ersatz Kartoffelstückchen. Also die Kartoffel, die wir dabei haben, bringt auch so ein bisschen den Sättigungseffekt. In der Mittagspause gibt es natürlich Steffens Lieblingssnack. Für mich ein Döner mit extra Fleisch, bitte. Seit 2011 forscht Steffen an seinem Dönertopf. Angefangen hat alles als April-Scherz. Er kauft beim Döner gegrilltes Fleisch und kocht daraus zu Hause ein Süppchen. Den Kumpel schmeckt's. Die Idee der Dönersuppe ist geboren. Es brach teilweise Gelächter aus. Ja, was hast du denn da für eine Idee? Von bis verrückt bis komm, gib Gas, alles dabei. In einem riesigen Bottich wird der Dönersud angesetzt. Wasser, Öl, Tomatenmark, Oregano und Basilikum sind in der Soße. Aber mehr wird nicht verraten. Und da wird es ein bisschen geheim, weil wir sind sehr transparent. Aber die genaue Beisetzung der Gewürze, das ist dann unser kleines Geheimnis. Die Gemüsemischung wird mit einem kleinen Anteil Soße zu einer Masse vermengt. Das Fleisch kommt noch nicht dazu, sonst würde es matschig werden. Ist das überhaupt richtiges Dönerfleisch vom Spieß? Auf geht's nach Berlin, in die Dönerhauptstadt Deutschlands. Das Fleisch in der Suppe stammt von einem der größten Dönerfleischproduzenten Europas. Seit 22 Jahren wird hier reiner Kalbfleischdöner produziert. Hackfleisch und Kalbfleischscheiben werden abwechselnd geschichtet. Auch für Tarkan Zayumuruk ist diese Produktion ein Experiment. Also der Döner für den Dönertopf, den wir jetzt in einer Sonderproduktion haben, ist in gleicher Form hergestellt, so wie hier. Es hat keinen formellen keinen Unterschied, außer dass der Hackfleischanteil sehr niedrig ist und der Fleischscheibenanteil eben höher ist, bei 60%. Im Fleisch sind keine Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe enthalten. Die Spieße werden tiefgefroren, damit die Fleischmischung stabil bleibt. Nebenan sieht es aus wie in einer Dönerbude, nur alles automatisiert. Das Fleisch wird am Feuer vorgegrillt. Und dieser Grillgeschmack wird natürlich im Dönertopf beibehalten. Um das zu erreichen können, wollen wir ihn nicht ganz durchgrillen. Man hat dann einen ganz intensiven Geschmack bezüglich des Originalitäts des Döners. Durch den geringen Hackfleischanteil im Dönerspieß kann das Fleisch später in der Suppe nicht auseinanderfallen. Für die Firma lohnt sich die Sonderproduktion finanziell nicht. Tarkan macht aus Überzeugung mit. Der Dönertopf wird kein Produkt sein, den man jetzt im Dönerladen kaufen wird. Ich denke auch, dass man in Partys sowas gerne mal einsetzen würde. In der Feinkostfabrik wird die Gemüsemasse nun in Dosen abgefüllt. 2 Euro soll ein Dönertopf später im Supermarkt kosten. Steffens Gewinn liegt bei 20%. Das heißt, 40 Cent kann er behalten. Ich habe alles aus eigener Tasche finanziert. Ja. Ging bis an meine Schmerzgrenzen. War mal eine Überlegung von mir, zur Bank zu gehen und das über eine Bank zu finanzieren. Die haben gesagt, nein, das hat kein Potenzial. Ja, und heute stehen wir hier. Ja.
Alle Großketten haben bislang abgesagt. Steffen produziert die Dosen auf eigenes Risiko. Vor 2 Jahren startet er einen ersten Versuch mit seiner Dönersuppe. Doch es gibt Zoff mit dem Geschäftspartner und seine Dönerbüchsen sind ungenießbar. Die erste Firma, die ich für mich gewonnen habe, da sind mir die Dosen unten angebrannt und somit konnte ich diese nicht verkaufen. Und hier gibt es Autoklaven, die drehen sich innen und somit kann das hier nicht passieren. Auf unsere kalte Gemüse-Fleischmischung kommt nun die warme Dönersoße. Sieht erstmal aus wie jede andere Soße aus der Dose. Zum Schluss noch der Deckel drauf. Fertig ist der skurrile Eintopf. Ich habe mir von einem Bauern aus Allerlingersleben eine Dosenschließmaschine gekauft für 200 Euro und habe damals die ersten Dosen per Hand geschlossen. Jetzt übernimmt das eine Maschine. Zum Glück bei 15.000 Stück. Und so sieht sie aus, die Dönersuppe. Etwa 300 Kalorien hat so ein Eintopf. Steffen ist stolz auf sein Produkt. Ja, die erste Dose, die ich selbst in der Hand halte, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Ein sehr tolles Gefühl, dass mir fast die Worte fehlen. Die Büchsen werden gekocht bei 120 Grad und sind damit 4 Jahre haltbar. Alles läuft reibungslos. Ein Fiasko wie vor 2 Jahren bleibt dem Magdeburger erspart. Wie fällt der erste Geschmackstest aus? Genau so, wie ich mir vorstelle, schön zart. Vom Geschmack her perfekt. Ist auch noch leicht warm gerade. Sehr lecker. Die wichtigste Frage stellen wir erstmal den Döner-Profis. Schmeckt die Suppe Döner in flüssiger Form? Komisch kommt sie den Jungs nicht vor. Das ist ja Döner-Pizza, ja. Döner-Auflauf. Richtig. Mit Sahne-Soße, Kollegen. Ja, jetzt Döner-Suppe. Anscheinend ist es nicht gegen die Berufsehre, die Suppe zu verkosten. Döner kann anscheinend auch in dieser Form überzeugen. Es ist saftig. Schmeckt gut. Er ist bestanden. So richtig neutral sind die Jungs aber nicht, wenn es um Döner geht. Also machen wir den Test mit Passanten. Eine Blindverkostung auf der Straße. Erkennen Sie, dass es Döner in Suppenform sein soll? Und, wonach schmeckt das? Paprikapulver. Und was mit Jachtwurst oder so? Ach, das ist eine braune Soße. Also vielleicht scharf. Zwiebeln hat es bestimmt drin. Schmeckt irgendwie voll türkisch oder so. Schmeckt wie irgendwie so eine Tomatensuppe mit Fleisch oder sowas. Nach Gulasch. Irgendeine Dönersuppe oder so. Volltreffer. Wir klären die Leute auf, was sie gerade geschlürft haben. Also wir essen zu Hause gestern erst Döner-Pizza zum Beispiel. Ja, mit ganz viel Knoblauchsoße drauf. Also nach Döner hat es nicht geschmeckt. Ja, ist bestimmt cool. Also ich würde mir das vielleicht sogar holen. Also gewöhnungsbedürftig, aber an sich ist das nicht schlecht. Ich find's gut. Ja? Ja. Finde ich lecker. Steffen Hübner hat es geschafft. 6 Jahre hat es gedauert, von der verrückten Idee bis zu seinem Dönertopf. Das Wichtigste ist, wieder aufstehen und weitermachen. Das ist der erste Dönertopf der Welt. Das darf niemals in die Hände von Kevin Großkreuz gelangen. Und ab Frühjahr kommt die Suppe in die deutschen Supermärkte. Rewe, Penny, Familia und der Großhändler Seelgroß nehmen sein Produkt ins Sortiment auf. Dann hat man zukünftig die Wahl zwischen dem Döner-Kebab von der Bude gegenüber oder der Dönersuppe aus dem Regal.